Ein letztes Wort von... Standing Ovations für den Ordensritter 2014. FDP-Chef Christian Lindner wurde bei der Festsitzung wieder dem tierischen Ernst für seine Rede frenetisch gefeiert. Der 35-Jährige stand am Samstag zum ersten Mal in der Bütt und überzeugte mit einer gehörigen Portion Gelassenheit und Selbstironie. Hohe Herren des Elverrats, Ritterinnen und Ritter, lieber Cem, ich grüße den anwesenden Wähler der FDP. Entschlossen nimmt der Liberale sein Schicksal an, 4 Jahre ohne Bundestagssitze und mir, dem Bambi, an der Spitze. Als Rehkitz muss ich nun den Platzhirsch geben, und der braucht ein Geweih zum Überleben. Mein Kopf aber war kahl, vor allem in den Ecken, also musste ich das Haupt neu bedecken. Um liberales Wachstum zu generieren, ließ ich mir erstmal Haare transplantieren. Laudator Cem Özdemir hatte nicht den leichtesten Job. Schließlich hält man als Grünen-Chef nicht jeden Tag eine Lobrede auf einen FDP-Politiker. Und was habe ich mich gefreut auf meine Laudatio 2014 für den neuen Ordensträger. Dann kam er aber. Lieber Elverrat, wisst ihr eigentlich, wie sich das anfühlt? So als wenn mitten im Kalten Krieg Ronald Reagan eine Laudatio auf Leonid Brezhnev halten muss. Oder umgekehrt. Alle Highlights der Fernsehsitzung laufen am Montagabend in der ARD. Die Ausstrahlung beginnt um 21.15 Uhr. Ein letztes Wort von dieser Stelle hier, und das gilt dem lieben Cem Özdemir. Ihn ließ ich euch als bürgen. Ihn bitte nicht erwürgen. Och, Allah! Ja?